Ich muss zwei Sätze vorausschicken, damit man weiß, worum es geht. Also der Roman Zwei Herren am Strand, die beiden Herren sind Charlie Chaplin und Winston Churchill. Und die beiden lernen sich kennen in Santa Monica, 1927 am Strand von Santa Monica. Wissen nicht, wer der andere ist. Bei einem Fest, bei einer Party lernen sie sich kennen, machen einen langen Spaziergang. Charlie Chaplin ist zu dieser damaligen Zeit in einer äußerst prekären Situation. Er befindet sich in Scheidung von seiner zweiten Frau Lita, deren Anwälte ihn in Grund und Boden stampfen wollen und auch gute Aussichten haben. Beide, Chaplin und Churchill, das wird im weiteren Verlauf des Buches, ist das Entscheidende, leiden unter Depressionen immer wieder. Und nach diesem Spaziergang schließen sie einen Pakt gegen diesen schwarzen Hund, wie Churchill seine Depression in Anlehnung an den englischen Schriftsteller Samuel Johnson nennt. Wenige Monate vor seinem Tod im Sommer 1977, also 50 Jahre danach, sprach Chaplin, inzwischen Sir Charles Chaplin, ausführlich und ein letztes Mal in seinem Leben mit einem Journalisten, mit Josef Melzer, der von einem deutschen Nachrichtenmagazin den Auftrag erhalten hatte, dem Geheimnis der Lichtgestalt des Lichtspieltheaters auf die Spur zu kommen, bevor sie sich selbst in Licht auflöse. Zitat. So schreibt Melzer im Nachwort zu seinem Buch. Melzer besuchte Chaplin in seiner Villa in den Weinbergen oberhalb von Vevey mit Blick auf den Genfer See. Churchill war seit 12 Jahren tot. Chaplin fühlte sich nicht mehr an ihren Pfadfinderschwur gebunden und gewährte Einblick in das intime Thema dieser von aller Welt als kurios empfundenen Freundschaft und erzählte auch von ihrer ersten Begegnung am Strand von Santa Monica. Er habe, erinnerte er sich, zunächst gebangt, der andere, wer immer er auch sein mochte, könnte ihn erkennen und sich entweder mit Abscheu von ihm abwenden oder in ein solidarisches Mitleid verfallen, je nachdem, zu welchem Lager er sich rechnete und welche Zeitungen er las. Der Gedanke an einen Suizid sei zwar, wie der Fremde richtig erkannt habe, durch die mediale Hetze der vorangegangenen Wochen gefährlich akut geworden. Diese Option habe ihn allerdings schon seit seiner Kindheit begleitet. Eine himmelschreiende Tatsache sei ihm wieder einmal klar geworden, diesmal am Strand unter dem Sternenhimmel des kalifornischen Februars. Er hatte in seinem an Freunden so reichen Leben bisher nicht einen getroffen, mit dem er über dieses Thema hätte sprechen können. Der Fremde deutete auf die Wunde. Erzählen Sie einfach, sagte er, ich höre Ihnen zu. Ich war verlegen, wie und wo ich anfangen sollte, sprach Chaplin Josef Melzer aufs Band. Meine Erinnerungen überfielen mich wie ein Sturzbach. Ich meine gewisse Erinnerungen. Es war, als wäre in meinem Gedächtnis ein Filter eingebaut, der ausschließlich die Erinnerungen an meinen Selbstmordgedanken durchließ. Ich sah mich als einen Mann, der nun seit 38 Jahren durchs Leben hampelte und alles Mögliche unternahm, damit er sich nicht am nächsten Baum aufknüpfte oder sich von der nächsten Brücke stürzte. Ja, aber entgegnete Josef Melzer, aber er könne doch nicht vergessen haben, auch in so einem Moment nicht, dass er, und das dürfe ohne Übertreibung behauptet werden, nicht nur der beliebteste Schauspieler, sondern der beliebteste Mensch der Welt gewesen sei. Ich? Rief Chaplin aus. Ich? Meinen Sie, was meinen Sie? Meinen Sie das tatsächlich? Ich war niemand. Alles war der Tramp. Jeder, der mich auf der Straße erkannte, sah in mir den Tramp. Geliebt wurde der Tramp, als wäre er nicht ich, als wäre er ein anderer. Ein Kommentator schrieb, es müsse doch die Möglichkeit geben, mir zu verbieten, weiterhin den Tramp zu spielen. Ich sei dieser Rolle nicht mehr würdig. Litas Anwälte prüften allen Ernstes, ob eine einstweilige Verfügung auf die Figur des Tramps beantragt werden könne.
Jetzt, da mich alle verfluchten, glaubten sie, hinter Charlie mein wahres Ich zu sehen. Sie hatten in mich investiert, ihre Liebe, ihre Hoffnung und ihre Schadenfreude. Nun fühlten sie sich betrogen. Diesem Fremden am Strand von Santa Monica, so bilde ich mir ein, war es völlig gleichgültig, wer ich war. Ich glaubte, er wisse nichts. Ich glaubte, er sehe in mir weder Charlie den Tramp noch Charles Spencer Chaplin das Monster. Aber ich wusste nicht, wo ich beginnen sollte mit meiner Erzählung, ohne meine Identität preiszugeben. Viel mehr, als dass wir beide Engländer waren, haben wir einander nicht verraten. Und so habe er beschlossen, nicht einen aktuellen Bericht seiner Drangsal zu liefern, sondern von deren Anbeginn zu erzählen. Ich, sagte er, gehöre zu der seltenen Sorte von Menschen, die schon im Alter von 6 Jahren ernsthaft darüber nachdachten, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Aus Chaplins Schilderung dieses Abends erfahren wir, dass er von seiner Mutter erzählte, die Soubrette auf Varietébühnen gewesen war und ein bisschen eine Schauspielerin dazu, von hellem Teint und veilchenäugig, mit Haaren bis zu den Kniekehlen. Er habe Churchill gefragt, ob in seinen Kreisen Lokalitäten wie das London Pavillon oder das Alhambra ein Begriff seien, aber doch gewiss das Empire. Tut mir leid, verneinte Churchill. Ach, schade. Hätte ja sein können, dass Ihr Vater eines dieser Etablissements irgendwann einmal besucht und Ihnen davon erzählt hat, vielleicht von einem Auftritt meiner Mutter. Sein Vater, erzählte Chaplin weiter, sei ebenfalls als Sänger aufgetreten und ein bisschen als Imitator dazu. Seine Eltern hätten durchaus eine Karriere vor sich gehabt, die einiges zum Prahlen hergegeben hätte. Der Vater habe jeden belehrt, der es hören wollte, und die anderen auch. Die Kunst sei allein dazu gut, dem Künstler etwas zum Prahlen zu geben. Weil sonst habe er nichts außer Schnaps, von dem habe der Vater am Ende zu viel gehabt. Auf dem einzigen Kranz an seinem Grabstand für die Kunst gestorben. Die Mutter, so erzählte Chaplin, habe ihn und seinen Bruder allein großgezogen. Das heiße, groß nicht gezogen, schon wenigstens über die ersten Jahre. Von einer Rattensuite in die nächste, dazwischen abgestellt in Waisenhäusern. Und da war eine Kollegin der Mutter, Eva Lester, genannt die schneidige, dashing Eva Lester. Sie stieß eines Tages zu der Truppe im Empire. Sie war schön, rücksichtslos, ehrgeizig. Die Mutter rückte in die zweite Reihe, dann in die dritte, dann war sie nur mehr Reserve. Und schließlich zog sie sich aus dem Showgeschäft zurück. Sie empfand das Ende ihrer Karriere als Schande und versicherte deshalb in alle Richtungen, es sei ihr freiwilliger Entschluss, sie wolle sich um ihre beiden Söhne kümmern. Geld war nicht da. Sie wurden delogiert, fanden Unterschlupf als Aftermieter in einem Kellerloch. Und dann erzählte Chaplin, als ich 6 Jahre alt war, nahm ich meine Mutter eines Tages mit auf die East Lane, um etwas Essbares aufzutreiben. Wir begegneten Eva Lester, sie war nicht mehr schneidig, nein. Ein Elend war sie, kauerte in einer Hausecke, streckte eine dürre, schmutzige Hand aus. Die Haare hatte sie geschoren, der Schädel war blutverkrustet, voll blutverkrustete Abszesse. Nicht einen Zahn mehr hatte sie im Mund. Sah aus wie eine Greisin und war doch jünger als meine Mutter. Sie sagte, nett zu sehen, dass wenigstens du es geschafft hast. Ja, sagte meine Mutter, ich hab's geschafft. Das sagte meine Mutter, stellen Sie sich vor. Und sie nahm Eva mit nach Hause in unseren Keller. Sie wusch sie, sie behandelte den Schorf auf ihrem Kopf, cremte ihren Körper ein, kochte für sie und als sie tobte, gab sie ihr von dem Schnaps, den sie von unserem Vater geerbt hat. Charlie war die meiste Zeit allein mit Eva. Und Eva führte ihn ins Leben ein, so nannte sie es.
für Menschen wie wir, welche sind, sagte sie, ist kein Glück reserviert. Weißt du, Kirschäuglein, das Schönste, was dem Menschen geschenkt werden kann, ist die Gnade. Und es ist das Einzige zugleich. Alles andere ist Leckerei, gleich weggeputzt. Wenn Leute reich sind, ist bewiesen, dass ihnen die Gnade geschenkt wurde. Wenn sie schön sind und schön bleiben über ihr Leben, sich alle 2 Jahre einen flotten Anzug kaufen können und in einem Restaurant nicht erst auf die rechte Seite der Speisekarte schielen, bevor sie bestellen, dann sind sie in der Gunst der Gnade. Und nun schau mich an. Schau deine Mama an. Schau dich an. Wie sehen wir aus? Und noch etwas musst du wissen, du bist ja dünn wie eine Flunder. Was einer werden kann, das ist er schon. Was willst du einmal werden? Und er sagte, er wolle Künstler werden, wie sein Vater einer gewesen war, wie seine Mutter eine sei. Und er erklärte ihm Iva, was ein Künstler ist. Nämlich einer, der sich die Gnade erschleichen möchte, einer, der den Dreh raus hat, der dahinter gekommen ist, wie es geht. Und wie geht es? Fragte Charlie bange. Ich sag's dir. Dir sage ich's, Kirschäuglein. Aber es ist riskant. Der Künstler betrüge den lieben Gott. Das und nichts anderes sei Kunst. Gott hat ihm die Gnade des Talents gegeben und wozu nützt er sie? Er zeigt auf der Bühne einen Menschen, und entweder macht er ihn besser, als er ist, oder schlechter. Immer ist es eine Missbilligung von Gottes Werk. Und das merkt der liebe Gott nicht, fragte Charlie. Oh doch, das merkt er, sagte Iva, fast immer merkt er es. Und was tut der liebe Gott, wenn er es merkt? Er haut den Künstler zusammen, das tut er, schau mich an. Schau deinen Vater an, schau deine Mama an. Er könne noch heute in seinem Herzen den Nachhall der Erschütterung fühlen, die Iva Lesters Worte in ihm angerichtet hatten, gestand der 88-Jährige dem Reporter Josef Melzer. Mit einem Mal seien ihm die Welt und die Menschen darin grell ausgeleuchtet erschienen, eine Elendsstätte voller Elendswesen, die sich gegenseitig stoßen und zu nichts bringen. Nichts Edles war mehr am Untergang seines Vaters, nichts Edles mehr am Scheitern seiner Mutter, nichts Heroisches am Pfenniglaufen seines Bruders, keine Vorwärme einer besseren Zeit im Umkreis des kleinen Kohleofens in ihrem Keller, der, wenn möglich, nur abends geheizt werden sollte. Er war 6 Jahre alt gewesen und hatte gedacht, ich habe keine Chance. Dabei war ich ein schlauer Kerl, müssen Sie wissen, sprach Chaplin Josef Melzer ins Mikrofon. Ich traute mir zu, die Menschen zu betrügen. Es würde unendlich schwer sein, ein unendlich böses Werk, aber ich traute es mir zu und es bereitete mir kein mürrisches Gewissen. Die Menschen zu betrügen, traute ich mir zu. Die Menschen und Gott zu betrügen, traute ich mir nicht zu. Dass Schauspielerei Betrug ist, das hat mein Vater immer behauptet und es hat ihm Freude bereitet, die Menschen hinters Licht zu führen. Dass man aber auch Gott betrügen musste, wollte man als Künstler erfolgreich sein, davon hatte er nichts gewusst. Er war 38 Jahre alt geworden und hatte von dieser finsteren Ehre nichts gewusst. Ich wusste davon mit 6. Und ohne dass ich die Worte dafür gekannt hatte, hätte, wusste ich, dass der gescheiterte Künstler entweder elend wie Iva Lester endete oder in einem abgefeimten Konformismus, was sogar schlimmer war, weil ohne Ehre. Denn er hatte aufgegeben, wenigstens zu versuchen, Gott zu betrügen. In den meisten Fällen jedoch lebten und starben Künstler arm und ehrlos und waren vergessen, ehe auf ihrem Grabhügel ein Kraut gewachsen war. Diese Erkenntnis war erschütternd. Und wie hat sich diese Erschütterung auf das Kind ausgewirkt, fragte Josef Melzer. Er war ratlos. Eben weil er meinte, in dem alten Gesicht eine Spur jenes Nachhalls zu sehen, sich aber nicht ganz sicher war, ob hier nicht vielleicht doch Betrug am Menschen geübt wurde, in diesem Fall konkret Betrug an ihm. Dankeschön.